Heute überbringe ich Ihnen eine himmlische Botschaft. Wenn Sie dieses Video erreicht hat, bedeutet das, dass Sie ein sehr gesegneter Mensch sind und diese Worte hören müssen. Bitte schauen Sie bis zum Ende zu, da es eine wichtige Nachricht für Sie gibt. Wenn Sie an die Weisheit der Engel glauben und darauf hoffen, abonnieren Sie unseren Kanal. Sie möchten Ihr Leben mit viel Glück überfluten und möchten Sie bitten, in der Beziehung voranzukommen, da Sie sie vor Ihrer aktuellen Situation schützen möchten. Bald wird jemand erscheinen und Ihnen das Engagement anbieten, das Sie sich wünschen. Die Engel unterstützen jemanden, der bereit ist, für Sie jedes Risiko einzugehen. Wenn Sie nach positiven Veränderungen suchen, schreiben Sie 555. Wahre Liebe ist auf dem Weg und Sie verdienen eine ruhige, unkomplizierte, gemächliche, sichere, solide und zuverlässige Liebe. Er verdient jemanden, der dessen, was er vertritt, würdig ist. Wenn Ihnen das zusagt, schreiben Sie 1111, um Ihre Gewissheit zum Ausdruck zu bringen. Gott erklärt, ich erhöre eure Gebete, ihr werdet die nötige finanzielle Unterstützung erhalten und die Chance eures Lebens haben, eure Gesundheit wird sich erholen und eure Träume werden wahr. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie auf Gefällt mir. Gott fährt fort, machen Sie sich bereit, denn das, was Sie heute sind, ist nicht von Dauer. Ich sende Ihnen außerordentliche Segnungen. Ich werde Sie über Ihr Gehalt hinausheben. Ich werde Sie über Ihr übliches Einkommen hinaus segnen. Ich werde plötzliche Veränderungen in Ihrem Leben bewirken. Dies ist eine Erinnerung daran, dass Gott Ihre Gebete hört und Ihre Tränen sieht. Er versteht den Ernst und die Dringlichkeit Ihrer Situation und wird zweifellos in Ihrem Leben präsent sein. Stehen Sie also auf und beginnen Sie Ihren Tag ohne Sorgen, denn Gott ist an Ihrer Seite. Gott garantiert, dass Sie Erfolg haben werden, weil er Ihnen mit einem Ziel begegnet ist. Es wird kein Zufall sein, du wirst ein Champion sein. Wenn Sie das glauben, klicken Sie in diesem Video auf Gefällt mir, denn Gott wird Sie mit seiner mächtigen Hand aus dieser Situation herausführen. Es wird keine Spur von dem Problem geben, das Sie plagt. Du wirst das unbeschadet überstehen, du wirst nicht die Spuren der Vergangenheit tragen. Es wird ein Zeugnis für die Herrlichkeit und Gunst Gottes sein. Es wird nicht nach den Schwierigkeiten aussehen, mit denen es konfrontiert war. Gott sei Dank dafür. Gott sagt Ihnen heute, dass er Ihre Gebete erhört und Ihre Tränen in finanziellen Angelegenheiten gesehen hat. Erwarte ein Wunder angesichts beängstigender Diagnosen. Erwarte ein Wunder in zerbrochenen Beziehungen. Erwarte ein Wunder. Dieses Wochenende werde ich den Weg für Sie freimachen. Ich kenne deine Situation, weil ich dein Herz kenne. In der nächsten Phase Ihres Lebens werde ich Menschen einbeziehen, die Ihnen helfen, nicht behindern, Sie ermutigen und nicht verurteilen. Sie haben keinen Anteil an deiner Vergangenheit und werden dich nicht daran erinnern. Konzentrieren Sie sich weiterhin auf mich, die Dinge werden sich zu Ihren Gunsten ändern. Gott hat einen perfekten Plan für Ihr Leben. Es wird schwierige Tage und Momente der Müdigkeit geben, aber vertrauen Sie auf Ihre Art und Ihr perfektes Timing. Ihr Segen ist auf dem Weg und während Sie kämpfen, seien Sie sich bewusst, dass Ihre Gebete einen großen Unterschied machen können. Ihnen wird bald etwas Bedeutendes passieren. Wenn Sie diese Segnungen an die Menschen senden möchten, die Sie lieben, hinterlassen Sie deren Namen in den Kommentaren und sie werden sofort beantwortet. Lassen Sie nicht zu, dass das Unbekannte Sie überwältigt, dass negatives Denken oder Selbstzweifel Sie beherrschen. Diese Gefühle verzögern nur den Fortschritt. Legen Sie sie beiseite und lassen Sie Gott handeln. Er erinnert Sie daran, dass er immer an Ihrer Seite ist, in guten wie in schlechten Zeiten, in Freude und in Trauer, in Segnungen und in Herausforderungen, egal was Sie durchmachen, er ist jeden Tag, jede Nacht, bei jedem Schritt an Ihrer Seite des Weges. Ich liebe dich und werde unerschütterlich an deiner Seite bleiben. Stellen Sie sicher, dass Sie geschützt sind. Mir zu vertrauen ist wichtig,
um mich um sie zu kümmern und in jeder Phase ihrer Reise konstant zu sein. Für ihre Freunde zu beten ist von größter Bedeutung, da sie manchmal mit Kämpfen konfrontiert sind, von denen sie nichts wissen. Stellen Sie sicher, dass auch Sie abgedeckt sind. Gott rät Ihnen, jeden Tag hohe Maßstäbe an sich selbst anzulegen, Ihre Familie, Freunde und Kollegen erwarten von Ihnen Inspiration. Bleiben Sie wachsam, um die Atmosphäre zu verbessern, wo immer Sie sind. Selbstvertrauen und Loslassen sind Grundhaltungen, Größe ist dir innewohnend. Jeder Tag ist eine Gelegenheit, neue Ideen zu entwickeln, neue Ziele zu setzen und beispiellose Herausforderungen zu meistern. In dir steckt etwas Besonderes, eine Größe, die dich manchmal überraschen wird, wenn Gott dich segnet. Gottes Überraschungen geschehen in den am wenigsten erwarteten Momenten. Ich bete, dass Gott sie segnet, bevor der Monat endet. Auch wenn die Fundamente erschüttern, arbeitet Gott unermüdlich. Man vergisst leicht, dass Gott selbst die schmerzhaftesten und verzweifelsten Situationen nutzen kann, um seine Liebe und Treue zu demonstrieren. Denken wir deshalb daran, dass Gott selbst inmitten von Widrigkeiten etwas mit einem Ziel formt. Auch wenn das Verständnis vorerst auf der Strecke bleibt, signaliert das Universum, dass es an der Zeit ist, in allen Aspekten ihres Lebens ein Gleichgewicht zu finden. Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstwertgefühl sind wertvolle Güter. Wenn Sie sich sicher und wertgeschätzt fühlen, akzeptieren Sie nur das Beste für sich selbst, und diese Einstellung spiegelt sich in allen Bereichen Ihres Lebens wider. Wenn Sie glauben, ist Gott dabei, Veränderungen herbeizuführen. Er wird auf unerwartete Weise für Sie sorgen. Dieser Erfolg wäre nicht nur mit Ihren Ressourcen, Verbindungen oder Erfahrungen möglich, sondern auch aufgrund Ihrer Hingabe an Gott. Sie haben Ihr Leben mit ihm gelehrt, und jetzt wird er die Umstände in Ihre Richtung lenken. Veränderungen von der Sorge zur Sicherheit, vom Mieter zum Vermieter, vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber, von der Knappheit zur Fülle und vom Überleben zur Erfüllung zeichnen sich ab. Gott bereitet etwas Neues für Ihre Reise vor, bereit machen. Schreiben Sie bereit, wenn Sie bereit sind. Wenn man Menschen vertraut, wird man aufgrund der natürlichen Grenzen des Menschen oft enttäuscht, unabhängig von den gemachten Versprechen. Daher ist es immer klüger, voll und ganz auf Gott, auf seine Weisheit, Liebe, Macht und Fähigkeit zu vertrauen. Er muss Ihre Hauptquelle bei all Ihren Handlungen sein. Gottes Worte besagen, dass es klüger ist, auf den Herrn zu vertrauen als auf die Menschen. Gott verkündet, dass er sie zu einem bestimmten Zweck ausgewählt und berufen hat. Er hat einen Plan für ihr Leben, und dieser Plan zielt darauf ab, alles zu ihrem Wohl zusammenzubringen. Auch wenn sie verwirrt oder entmutigt sind, denken sie daran, dass sie von Gott berufen wurden. Ich bete, dass Gott, die Quelle der Hoffnung, sie mit Freude und Frieden durchflutet, weil sie auf ihn vertrauen, damit sie durch die Kraft des Heiligen Geistes voller Zuversicht und Hoffnung sind. Gott hat eine besondere Person vorbereitet, um Gnade in ihr Leben zu bringen. Diese Beziehung wird den Verlauf ihres Schicksals positiv verändern. Wenn Sie das Gefühl haben, abgelehnt zu werden, denken Sie daran, dass Gott Sie zu etwas noch Besserem umleitet. Bitten Sie um die Kraft, voranzukommen. Gott fordert Sie auf, den Frieden zu bewahren und zu erkennen, dass er Gott ist. Sie können sich die vielen Möglichkeiten vorstellen, wie etwas schiefgehen könnte, aber Gott hat Sie nicht an diesen Punkt gebracht, um Sie im Stich zu lassen. Er verhindert, dass Herausforderungen Sie besiegen. Bleiben Sie in Frieden, denn Sie befinden sich mitten in einem Wunder. Schreiben Sie Amen, um diese Segnungen heute zu empfangen. Der Herr wird dafür sorgen, dass alles, was wir tun, gesegnet ist und wir über reichliche Ressourcen verfügen. Er wird uns segnen, wo immer wir sind. Unsere Gebete wurden erhört und werden nicht ignoriert. Wenn Sie so weit gekommen sind, war Gottes Wort für Ihr heutiges Leben ein Segen.
Hinterlassen Sie Ihr Amen in den Kommentaren, teilen Sie diese Nachricht, um jemandem einen besonderen Tag zu bereiten, und abonnieren Sie den Kanal, um immer im Glauben zu sein. Möge Gott immer bei Ihnen sein und Ihr Leben heute, morgen und immer segnen, im Frieden des Herrn Jesus. Er schreibt, ich vertraue auf meinen höchsten Gott und ich liebe ihn ungemein, lehne meine Korrektur nicht ab, höre auf meine Nachrichten und schenke mir deine ganze Aufmerksamkeit. Lass nicht zu, dass Stolz dein Herz erfüllt. Ich wünsche dir, dass du bescheiden und einfach bist wie ich. Es ist an der Zeit aufzustehen und die Fehler der Vergangenheit hinter sich zu lassen, ohne den Glauben zu verlieren. Hören Sie auf, nach unten zu schauen, heben Sie Ihr Gesicht und genießen Sie die guten Dinge, die Ihnen bevorstehen. Weil ich, dein himmlischer Vater, dich auserwählt habe, mein Erbe zu erhalten. Du erhältst die nötige Kraft, um dich auf mein Wort zu konzentrieren und Maßnahmen zu ergreifen, die dein Wachstum fördern, indem du deine Energien nutzt, um denen, die du liebst, Freude zu bereiten. Es gibt viele Menschen, die in guten und schlechten Zeiten bei ihnen waren, es gibt auch Menschen, die in großer Not sind und denen sie helfen können. Ich kann sie nutzen, um in ihrer ganzen Stadt ein Segen zu sein, damit sie sie als Beispiel für Gerechtigkeit und Ehrlichkeit sehen. Du hast ein großes Herz und bis zum Ende dieser Woche erwarten dich tolle Events. Vertrauen Sie auf Gott und er wird Sie und Ihre Familie angesichts von Widrigkeiten segnen, er wird Ihre Wunden verbinden und Ihnen helfen, sie zu überwinden. Eine Fülle von Segnungen wird Ihr Leben für immer verändern. Seien Sie also irgendwann am nächsten Wochenende darauf vorbereitet und bringen Sie sich in Form. Mit der Hilfe der erstklassigen Energie Gottes wird sich Ihr Leben auf eine Weise verändern, die Ihnen große Belohnungen einbringen wird. Bereiten Sie sich mit einem klugen Schachzug auf eine Zeit des finanziellen Überflusses in Ihrem Leben vor, mit deren Hilfe Sie in der Lage sein werden, alles zu bezahlen. Begleichen Sie Ihre Rechnungen und entkommen Sie den Fängen des Geldes, während Sie in dieser wunderbaren Zeit vorankommen. Seien Sie bei allem, was Sie tun, optimistisch, überwinden Sie Hindernisse und erzielen Sie Erfolge nacheinander. Die Zeiten, in denen Sie geweint haben, der Schmerz, den Sie erlitten haben, und die schlaflosen Nächte werden bald vorbei sein, denn Sie sind dazu bestimmt, im Lotto zu gewinnen und den Lauf Ihres Lebens für immer zu verändern. Sie werden den Zu- und Abfluss von Reichtum wie einen Fluss durch alle Nöte hindurch erleben und Leiden, die du erduldet hast, wird alles Positive, was du dir gewünscht und erbeten hast, bald wieder auf dich zukommen. Es bedeutet, mit Liebe, Gesundheit und Wohlstand gepflastert zu sein. Du musst dich selbst schützen und ich werde dich beschützen. Als mein geliebter Diener hast du meine ewige Zuneigung und Fürsorge, und dessen kannst du sicher sein. Diese Woche habe ich die Macht, alle ihre Probleme zu lösen, ihre Träume wahr werden zu lassen und wundersame Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen. Ich kann all ihren Schmerz und ihr Leid in Stärke und Vorteil umwandeln. Denken Sie daran, dass ich der Gott bin, wer nimmt die Dinge richtig. Im Ernst, ich habe wundersame Heilungen und Auferstehungen für Jesus vollbracht und Moses dabei geholfen, das Rote Meer zu überqueren. Zusätzlich zur Reparatur von Dingen kann ich wiederherstellen, was sie verloren haben, selbst wenn ihnen jemand Dinge aus der Hand genommen hat. Ich kann alles zurückgeben, damit du es zurückbekommst. Bitte sagen Sie Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten, wie der Herr Sie drängt. Ich flehe Gott an, die Person, die dies liest, mit genau dem zu segnen, was sie braucht, und in ihrer unendlichen Barmherzigkeit bitte ich Sie, Ihre Bitten zu hören, Ihre Gesundheit wiederherzustellen und für all Ihre Materialien zu sorgen. Bedürfnisse, schlagen Sie Ihre Gegner und ebnen Sie den Weg für mehr Vorteile, indem Sie Ihr Leben so lieben, dass Sie Ihre Schulden abbezahlen und Ihre Ausgaben bezahlen. Ich bitte um besondere Hilfe, rufe die Engel an, außerdem werden Sie deine Familie vor allem Schrecklichen beschützen, das passieren könnte.
Die Tatsache, dass bestimmte Menschen dir Schaden zufügen wollen, spielt keine große Rolle, wenn man bedenkt, wie Gott mit dir ist, sei jedoch geduldig vielleicht mehr. Gott versichert ihnen, dass er Gesundheit und Heilung bringen und sicherstellen wird, dass sie und ihre Mitmenschen eine Fülle von Ruhe und Sicherheit genießen werden. Jeremia 33-6 ist die Quelle dafür. Bitte Herr, stelle die Gesundheit derjenigen wieder her, die diese Analyse durchführen, gib ihnen einen Seelenfrieden, der niemals enden wird, außerdem bitte ich dich, ihre finanziellen Schwierigkeiten zu lindern und Türen zu besseren Möglichkeiten zu öffnen. Wenn sie ihre Lebensweise ändern, werden sich die Dinge für sie im Jahr 2024 erheblich verbessern. Ihre gesundheitlichen Beziehungen und ihre finanzielle Situation werden von Gott verbessert. Diese Woche werde ich einen endlosen Strom echter Wünsche für Heilung, Liebe und Wohlstand senden, ein wundersames Ereignis, das den Lauf ihres Lebens verändern und ihnen mehr Freude bereiten wird, etwas, das sie sich nie hätten vorstellen können, wird bald passieren und sie sind der nächste Mensch in der Schlange, um es vor Monatsende zu sehen. Darf ich ihnen das unglaubliche Geschenk der Heilung anbieten, das ihnen helfen kann, jede Krankheit oder jede Schuld zu überwinden, die sie möglicherweise haben, und sich darauf vorzubereiten, sich von Leid, Streit und Knappheit zu verabschieden, während ich sie heute in ein Leben voller heilender Leichtigkeit und Fülle führe. Liebe Kleine, du bist der Mittelpunkt des Universums und ich sende dir nichts als schöne Dinge und Möglichkeiten. Erlaube dir selbst, die vielen Segnungen zu empfangen, die ich für dich vorbereitet habe, indem du dein Herz öffnest. Darüber hinaus werde ich dich mit einer Fülle überschütten, die deine kühnsten Träume übersteigt. Wenn sie bis zum Ende des Films bleiben, werden sie entdecken, wie reich ich bin und wie reich meine Liebe ist. Sie werden an diesem Wochenende enorme Vorteile ernten. Bereiten Sie sich auf ein Leben voller Glück, Erfolg und tiefer Zufriedenheit vor, indem Sie Ihr Herz öffnen, um meine Vorteile zu empfangen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude erleben, sich an Reichtum erfreuen und die Pracht der Errungenschaften wertschätzen. Sie stehen kurz vor dem Eintritt in eine Entwicklungsphase, die sich auf jeden Teil Ihres Lebens auswirken wird. Stellen Sie sich nach Gottes Worten einen Fluss voller Segnungen vor, der auf sie zuströmt und ihnen viel Geld, Freude und Zufriedenheit bringt. Was auch immer das Anliegen ist, sei es ihre spirituelle Verbindung, ihre körperliche Gesundheit, ihre geistige Klarheit oder ihre finanzielle Situation, enorme Segnungen und Wunder stehen ihnen bevor. Alles, was existiert, einschließlich Himmel, Meere, Berge, Sonne und Sterne, wurde von mir allein erschaffen. Ich bin Ihr Heiler, ich bin hier, um Ihre körperlichen, geistigen und spirituellen Qualen zu lindern. Ich möchte, dass Sie sich besser und wohler fühlen und Türen öffnen, damit Sie Ihr Leben verändern können. Wenn Sie jemals etwas Schreckliches gesagt haben, möchte ich mich jederzeit damit auseinandersetzen, Aussagen, die Ihrem zukünftigen Erfolg und der Antwort auf Ihre Berufung zuwiderlaufen. Ich annulliere sie alle und schöpfe Kraft aus dem Opfer Jesu als Schöpfer der himmlischen Lichter. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie nur die besten und passendsten Geschenke erhalten, die ihren Lebensweg ergänzen. Im Gegensatz zu Dingen, die sich ständig ändern, bin ich konstant und zuverlässig. Was sie gesucht haben, Heilung, Freiheit, Geld und ein echter körperlicher Zustand, liegt bereits in meiner Kontrolle. Wie Sie sagen, wenn Sie Glauben haben, wird das Unmögliche möglich. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Stellen Sie sich ein Wunder vor, mein kostbares Baby, denn ich stehe kurz vor der Geburt auf außergewöhnliche Weise. Ich öffne den Weg zu Möglichkeiten, die Ihr Leben verändern werden. Ich werde deine Schulden begleichen, alle deine Zahlungen abbezahlen und deine finanzielle Situation komplett verbessern, mein kostbares Baby. Ich bin dabei, auf außergewöhnliche Weise zu gewähren, damit sie sich auf ein Wunder vorbereiten können. Ich ermögliche ihnen Möglichkeiten, ihr Leben zu verändern. Deine finanzielle Situation kann sich völlig ändern,
wenn ich mich um alle deine Rechnungen kümmere und sie bezahle, Liebes. Es wird ein wunderbarer Austausch stattfinden zwischen Gefangensein und Freilassung, zwischen Knappheit und Überfluss, zwischen Unwissenheit und Verständnis, zwischen Leiden und Erleichterung. Irgendwann wird dich nichts mehr beeinträchtigen, was dir in der Vergangenheit Schmerzen bereitet hat. Sie können Glück, Freude, Liebe und Segen genießen, zusammen mit den Vorteilen von Veränderung, Genesung und Erfolg, die Ihnen im Oktober bevorstehen. Sie können darauf vertrauen, dass ich den Kurs festlege. Ich kann es wieder tun, so wie ich es zuvor getan habe. Ihre Wunden werden von Gott geheilt und Sie treten unter der Führung von ihm in einen wunderbaren Abschnitt Ihres Lebens ein. Ich werde die finanziellen Belohnungen, die Sie diese Woche genießen, verdreifachen. Seien Sie empfänglich für dieses freundliche Angebot, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich bin der Gott, der Wunder vollbringen kann. Ich kann Ihre schlimmsten Nächte in die schönsten Morgen verwandeln. Sagen Sie diese Worte mit Zuversicht, mein kostbares Kind, im Jahr 2024 wird Gott mich segnen, mich heilen, für mich eintreten, mich verteidigen und mich führen, möge Gottes Schutz auf mir und meinen Lieben ruhen, all diese Dinge werden von unserem Gott entdeckt, gesegnet und inspiriert. Begleiten Sie mich im Gebet, während wir den Herrn bitten, unsere finanziellen Belastungen zu lindern, unsere finanziellen Entscheidungen zu leiten und seinen Willen für unser Leben zu bestätigen. Ich bitte Sie, uns eine deutliche Verbesserung unserer finanziellen Situation sowie das von Ihnen versprochene Leben in Fülle und Wohlstand zu ermöglichen. Bitte beschützen Sie mich, während ich versuche, meine Familie zu unterstützen und die Mission zu erfüllen, die Sie mir anvertraut haben. Zeigen Sie mir, wie ich mein Geld sinnvoll ausgeben und die Ressourcen, die Sie mir gegeben haben, gut verwalten kann. Zeigen Sie mir den Weg zu neuen Möglichkeiten und geben Sie mir die Hilfe, die ich brauche. Sie haben mir die Fähigkeit verliehen, Wohlstand und Freude in Ihr Leben zu bringen. Ihr Wohlstand, Ihre körperliche Gesundheit und Ihr Erfolg stehen für mich an erster Stelle. Behalte den unerschütterlichen Glauben an mich selbst und sei dankbar für meine Segnungen. Das Wichtigste ist, dass die kommende Woche besser mit außergewöhnlichen Gefälligkeiten, Gelegenheiten und Vorteilen ausgestattet sein wird, die Ihnen helfen werden, in allem, was Sie zuvor gut konnten, zu übertreffen. Erleben Sie diese Saison als eine Zeit der Verjüngung und Erholung. Denken Sie grundsätzlich daran, dass meine Liebe zu Ihnen unzerbrechlich ist. Durch Jesus Christus können Sie immer mit der Liebe Gottes verbunden sein. Egal wie gut oder schlecht Sie sich fühlen, ich werde Ressourcen, Möglichkeiten und Menschen in Ihr Leben bringen, von denen Sie noch nie geträumt haben, einschließlich finanzieller Unterstützung und Vormundschaft durch die Engel, die sich um Sie kümmern und Sie beschützen, weil Sie mein geliebtes Kind sind. Ich interessiere mich wirklich mit dir. Ich möchte auch Ihrer Familie meinen Dank aussprechen. Du bist ein neuer Mensch, ein Kind Gottes und ein Jünger Jesu Christi. Das ist es, was du wirst, wenn du wiedergeboren wirst. In dir lebt der Heilige Geist, der dich führen, stärken und verändern wird, damit du Christus widerspiegelst. Der Januar ist ein Monat voller Segnungen, Möglichkeiten und Fülle, die Sie nicht einmal ansatzweise zu schätzen wissen. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie Segen schenken. Ich werde deinen gebrochenen Körper heilen und dich wieder heilen. Sie können darauf vertrauen, dass ich Ihre Situation verändern und Ihnen den Fortschritt verschaffen werde, den Sie anstreben. Schreiben Sie einfach Amen, um sicherzustellen, dass Gott Ihnen diese Woche drei Segnungen verspricht. In der Gegenwart Gottes wirst du ein Beispiel dafür, was möglich ist. Schließlich wirkt Gott Wunder. Er weiß genau, was Sie brauchen, bevor Sie überhaupt dafür beten. Möge Gott Ihnen als Reaktion auf die Erscheinung Jesu alles gewähren, was Ihr Herz begehrt, und alles, was Sie herunterzieht, wird von Gott beseitigt. Er verwandelt Ihr Leben von einem Leben voller Wünsche und Bedürfnisse in ein Leben voller Gesundheit und Freude.
Denken Sie daran, Liebling, dass ich derjenige bin, der Ihnen Titel und Segen verleiht. Was ich dir versprochen habe, wird intakt bleiben und ich werde niemals von deiner Seite weichen. Alles, was Sie sich vorgenommen haben, wird in den nächsten 12 Monaten gedeihen. Ich kann Ihrer Beziehung, Ihrem Wohlstand, Ihrer Gesundheit und Ihrem Geschäft Segen verleihen. Ihr Wunsch wird in Erfüllung gehen, Freude entdecken, heilen und Wunder erleben. Ich bin barmherzig, egal wie oft du Fehler gemacht hast. Ich versorge sie nach jedem Misserfolg mit Heilung und wann immer sie Rückschläge erleiden, biete ich ihnen einen Neuanfang. Darüber hinaus garantiere ich ihre Genesung bei Hindernissen. Meine früheren Zusagen ihnen gegenüber sind noch in Bearbeitung. Dieses Jahr war wirklich schwierig, bitte hilf mir, in den dunklen Zeiten Sehnsucht und in den traurigen Zeiten Glück zu finden. Lieber Gott, wenn es dein Wille ist, komm bitte in mein Haus und entferne alle Dinge, die mir Angst machen und Probleme verursachen. Bitte kümmern Sie sich gut um meine Familie. Nächste Woche möchte ich Ihnen fantastische Neuigkeiten mitteilen. Es wird Ihre Karriere, Gesundheit, Geschäftsbeziehungen und Finanzen verbessern. Ich befreie Sie von den Ketten der Armut, Not und Krankheit, die Sie gefesselt haben. Ihr Leiden wird sich in Freude verwandeln, Ihr Schmerz in Heilung und Ihre Prüfungen in Belohnungen. Der Gott, der die Himmel und die Erde und alles darin erschaffen hat, sagt, ich bin immer bei dir. Ich kann dir Führung, Trost und Schutz geben. Denke daran, ein heiliges Vertrauen in mich zu bewahren. Bis Ende 2024 wirst du Millionär, wenn du dir dieses Video bis zum Ende ansiehst. Vielleicht haben Sie diesen Monat Grund zum Feiern, denn Segnungen sind auf dem Weg, Ihre finanzielle Situation zu verbessern, Ihren Körper zu heilen und zum perfekten Zeitpunkt Wunder zu bewirken. Ich bin hier, um Ihre gebrochenen Herzen zu heilen und Ihre finanzielle Situation wieder zu stabilisieren. Ich weiß, dass viele von Ihnen mit ernsthaften finanziellen Problemen zu kämpfen haben und ich möchte, dass Sie wissen, dass ich für Sie da bin. Ich kann Sie gesünder machen, Ihre Beziehungen stärken und Ihre Finanzen wiederherstellen. Meine illustren Gefährten glauben, dass ich ein Gott bin, der rettet und wiederherstellt, und glauben Sie meinem Wort, die Tür, für die Sie so intensiv gebetet haben, wird in den kommenden Tagen von Gott geöffnet. Es ist unglaublich, dass eine Zeit der Liebe, Freude und des Friedens für Sie beginnt. Sie stehen kurz vor dem Beginn einer Zeit voller grenzenloser Wunder und lebensverändernder Vorteile. Das Geld, das Sie diese Woche ausgeben, wird Ihnen das Zehnfache zurückgeben, und Gott wird Ihnen genug geben, um für Ihre Kinder zu sparen. Plötzlich strömen Segen, Liebe und Geld in unaufhaltsamem Tempo in Ihr Leben. Nehmen Sie sich diese Woche eine Denkweise des Überflusses an. Ich werde den Himmel in 6 Tagen erschaffen und am 7. ausruhen. In wenigen Minuten werde ich Ihr Leben verändern, ich werde Ihnen einen spirituellen und finanziellen Aufschwung geben, der Ihnen hilft, sich zu erholen und Ihre Finanzen, Familie und Beziehungen zu verbessern. Dies kann im Namen Jesu geschehen. Ich bin derjenige, der hinter den Kulissen daran arbeitet, Ihr Elend in Vergnügen und Ihre Armut in Reichtum zu verwandeln. Mein Geschäft ist es, Leben neu zu gestalten und wunderbar werden zu lassen. Sagen Sie laut, ich akzeptiere, dass Gott mich beschützen und beschützen wird, so wie er es für Daniel getan hat, als er sich in einer gefährlichen Situation befand. Ich ermutige Sie, das Gleiche zu tun, was Gott für mich getan hat. Er ist meine Kraft und mein Verteidiger. Egal, wer Sie behandelt, wenn Sie sich Gott hingeben, wird er Sie und Ihre Familie mit einem besseren Lebensstil segnen. Es wird all Ihre Schmerzen lindern und Ihr Unglück verändern. Ich werde Schutzengel schicken, die sich um deine Schulden und Rechnungen kümmern und deine Familie vor jeglichem Schaden schützen, lieber Sohn. Ich werde Ihre Beziehungen, Fitness und Ihr Budget wiederherstellen. Ihre finanzielle Situation wird sich vervielfachen.
In jeder Familie gibt es eine Person, die den Kreislauf des Leidens durchbricht, um das Ende zu erreichen. Treffen Sie diese Person, die sich dieses Video gerade ansieht. 2024 kann für Sie ein Jahr der Wiederherstellung und des Wohlstands sein. Am Ende dieser Woche wird Gott Sie mit einem Leben voller Fülle, ausgezeichneter Gesundheit, Freude und Glück in Ihren Beziehungen gesegnet haben. Diese werden sich verbessern, und ich versichere Ihnen, dass das Geld frei und unbegrenzt in Ihr Leben fließen wird und Fülle in Ihren Finanzen schafft. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Monatsende zu erreichen, bin ich der Anbieter, der alle Ihre Wünsche wahrmachen kann. Vertraue auf meine Fülle und ich werde dich mit Segnungen überfluten und jede schreckliche Situation in deinem Leben verändern. Es wird Ihnen und Ihrer Familie ein Segen sein und Ihren Schmerz heilen. Ich bin hier, um Ihrem Körper Heilung und Wiederherstellung zu bringen und Ihren finanziellen Wunsch zu erfüllen. Die nächsten 5 Tage können voller wunderbarer Wunder sein. Sie werden großartige Vorteile erleben, die Sie nie für möglich gehalten hätten. Vertrauen Sie mir, dem Wunderdoktor, und ich werde Sie zu völliger Gesundheit führen, egal ob Ihr Leiden körperlich oder geistig ist. Ich kann die Kraft, die Sie spüren, in Hingabe umwandeln, die Angst, die Sie empfinden, in Bewusstsein und den Schmerz, den Sie empfinden. Ich sagte, ich werde sicherstellen, dass Sie geschützt sind, egal, was Sie mir oder den Anhängern von A antun, denn ich habe einen wunderbaren Plan für Ihr Leben im Jahr 2024. Ich gehe davon aus, dass sich Ihre finanzielle Situation dramatisch verbessern wird. Sie werden dieses Jahr finanziell entspannen können. Ihre finanzielle Situation wird bisher wahrscheinlich angemessen sein. Glauben Sie an Ihre Macht, Dinge zu ändern, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen und sich um Ihre Lieben zu kümmern. Lassen Sie uns mit Zuversicht darüber sprechen, was mein wirtschaftliches Szenario betrifft. Ich stehe kurz vor einem kometenhaften Anstieg des Wohlstands, der meine kühnsten Vorstellungen übertrifft. Diese Woche werde ich durch die Gnade Gottes 10 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Ich werde bis zum Jahr 2024 Multimillionär. Gott wird Sie mit Segnungen überschütten, die Sie sich nicht vorstellen können. Er wird Ihre Leiden in Siege und Ihre Prüfungen in Siegesgeschichten verwandeln und Ihre Verwirrung in Verständnis. Ihre Gebete werden nie wieder umsonst sein. Seien Sie bewegt, denn der Herr bereitet Ihnen einen Weg. Lasst uns gemeinsam beten, himmlischer Vater, ich bin dankbar für die lebensverändernden Segnungen, die mir widerfahren mögen. Sie dienen einem Gott, der nicht nur zuhört, sondern auch Gebete beantwortet. Ich glaube, dass du wunderbare Dinge für meine Zukunft bereithältst. Bitte geben Sie Ihr Einverständnis mit Rahmen bekannt. Alle meine Gedanken, Wünsche und Gefühle unterliegen deiner Kontrolle. Jesus hat alles gebetet, was du für mich geplant hast. Vater ist willkommen. Nutzen Sie mich, um dem Leben anderer Menschen Vorteile zu bringen. Führe mich, damit ich meine Ressourcen, meine Zeit, meine Energie und mein Geld auf eine Weise nutzen kann, die anderen Erfolg bringt und deinem Namen Ehre macht. Ich bin in der Lage, die Arbeit, die ich in ihrem Leben begonnen habe, zu Ende zu bringen. Die Rückschläge, die sie erleben, werden irgendwann zu unvergesslichen Erlebnissen. Ich kann sie in eine völlig neue Welt des Glücks und des Verständnisses einführen. Meine Anmut und Freundlichkeit werden sie in dieser Saison überraschen. Anstatt zu fordern, bieten sie für alles und sagen sie mir, was sie wollen. Ich schätze alles, was ich bisher für sie getan habe. In ihrem Leben passieren gerade viele bemerkenswerte Dinge. Alle Aspekte ihres Wesens, mentale, physische, spirituelle, emotionale und finanzielle, entwickeln sich. Ich bin gerade dabei, etwas Monumentales für ihr Leben zu tun, etwas, das ihre Gegner überraschen und ihrer Welt immense Freude bereiten wird. Du bist mein kostbares Kleines und egal was passiert, ich liebe dich.
Bereiten Sie sich auf die wunderbaren Vorteile vor, die sich am Horizont abzeichnen. Ich werde Ihnen und Ihren Lieben viele Vorteile gewähren. Es wird wahrscheinlich so sein, als ob der Himmel selbst seine Fenster öffnete und Güte auf Sie regnen ließ. Eine gute Möglichkeit, viel Gesundheit, Freude und Glück in Ihr Leben zu bringen, besteht darin, diesen Monat auf ein großes Wirtschaftswunder vorbereitet zu sein. In den nächsten 3 Tagen erleben Sie möglicherweise eine Zeit voller Freude, Liebe und grenzenlosem Reichtum. Wenn Sie bis zum Ende des Films bleiben, werden Sie unglaubliche Veränderungen in Ihrem Liebesleben, Ihrem spirituellen Leben und Ihrer finanziellen Situation erleben. Welche Situation Sie auch durchmachen, ich kann sie verbessern, von Traurigkeit zu Freude, von Enttäuschung zu Stärke. Fühlen Sie sich frei, Ihren Dank auszudrücken. Sie können mir alle Ihre Bedürfnisse anvertrauen und erleben, wie Wunder geschehen, wenn sie geschehen. Schließe dich meinem Gebet an, mein geliebter Sohn. Ich spreche dir, himmlischer Vater, meine Dankbarkeit dafür aus, dass du mich geformt und geliebt hast, bis zu dem Punkt, dass du Jesus zum Tod am Kreuz geschickt hast, um für meine Verfehlungen zu büßen. Ich bin dankbar für Ihre Freundlichkeit, Gnade, Ihr Mitgefühl und Ihre Barmherzigkeit. Deine Hingabe an mich kennt keine Grenzen. Bitte segne mich heute in jedem Bereich meines Lebens, mögen meine Lieben, Bekannten, Kunstwerke und mein Bankkonto gesegnet sein, mögen meine Gesundheit, mein Geist und mein Geist gesegnet sein, segne meine Handlungen, Verbindungen, Bestrebungen und alle meine Wünsche. Ich bitte für die Erlösung meiner Seele, meine ewige Bestimmung. Mein luxuriöser Lebensstil ist deiner Gnade ausgeliefert, mein Vater. Mein ganzes Wesen, meine Gefühle, Ideen und Fähigkeiten sind mit allem, was ich bin, mit allem, was ich besitze, für dich da. Ich denke an dich, du bist in meinem Kopf, in meinem Herzen und in meiner Anbetung. Mein Gott, mein Führer und mein Herr. Ich bin Ihr Mann zur Bestätigung. Alabado sei der Herr. Das verkünde ich laut, im Jahr 2024 wird Gott immer für mich und meine Familie da sein. Gott sei Dank bin ich in Sicherheit, gesegnet und ermutigt. An diesem Wochenende könnte es sein, dass Sie unerwartete Geldspenden erhalten. Vielleicht liegt es nicht an Ihnen, sondern an der Güte Gottes, die es unterstützt. Im Jahr 2024 werden Ihnen und Ihren Angehörigen qualitativ hochwertige, erholsame Veränderungen, Vorteile und Wunder widerfahren. Darüber hinaus werden sich Ihre Beziehungen, Finanzen, Gesundheit und Ihr Aktivitätsniveau dramatisch verbessern, wenn Sie mir Ihr ganzes Vertrauen schenken. Behalten Sie Ihre Hüte. Ich kann Wunder vollbringen. Ich kann Ihre Gesundheit heilen, Ihre beschädigten Beziehungen reparieren und neue Möglichkeiten eröffnen, weil ich Sie mit den richtigen Dingen segnen kann, zusätzliches Geld, perfekte Gesundheit, ewiges Glück, unerwartete Segnungen und echte Liebe. Sie werden dieses Jahr Ihnen gehören, um Ihnen mehr Freude und finanziellen Erfolg zu bringen. Ich werde dich mit Wohltaten überschütten wie ein kostbares Neugeborenes. Meine Aktion generiert Beförderungen, Abhebungen und Vorteile, die nichts wegnehmen oder zerstören kann. Was ich dir versprochen habe, bewahre die Stärke deines Glaubens. Ein Schauer von Segnungen und Wundern wird auf sie niederprasseln. Ich bin der Gott der Gnade und Güte, meine Liebe zu dir kennt keine Grenzen und meine Anwesenheit ist konstant. Glauben Sie weiterhin, beten Sie und verbreiten Sie die Botschaft. Ihr zwei seid meine Lieblingskinder und ich weiß, dass ihr die wunderbaren Überraschungen des Lebens erleben werdet. Gott möchte, dass Sie sich jetzt an 3 Dinge erinnern, an den Glauben an ihn in dieser schwierigen Zeit. Er wird Sie führen und wiederherstellen, was kaputt war. Die Hand Gottes bewegt sich bereits zu Ihren Gunsten, er wird Sie und Ihre Mitmenschen segnen, Ihr Leiden lindern und die schlechten Umstände Ihres Lebens in gute verwandeln. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind am Ende dieses Videos angelangt,
aber unsere Reise des Glaubens und der Liebe hat gerade erst begonnen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich jedem Einzelnen von Ihnen, der diesen Kanal ermöglicht, meinen tiefen Dank aussprechen. Das Licht der göttlichen Wahrheit strahlt hier hell, und dank Ihnen können wir es mit der Welt teilen. Wenn Sie von den von uns übermittelten Botschaften berührt wurden, lade ich Sie ein, darüber nachzudenken, Mitglied des Kanals zu werden oder eine Spende zu leisten, unabhängig von der Höhe. Ihr Beitrag ist für uns von entscheidender Bedeutung, um diese Botschaften der Liebe, Hoffnung und des Glaubens weiterhin zu verbreiten. Klicken Sie unter dem Video auf die Schaltfläche Mitglied werden oder Danke, um mit uns auf diese Reise voller Sinn und Wirkung zu gehen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, einen finanziellen Beitrag zu leisten, wissen Sie, dass Sie durch das bloße Teilen dieses Videos mehr Herzen erreichen können, die nach Gottes Wort dürsten. Denken Sie daran, dass jede Hilfe, jede Geste der Großzügigkeit wie ein Samen ist, der in fruchtbaren Boden gesät wird, der wächst und sich in Früchte der Liebe und des Verständnisses verwandelt. Gemeinsam bauen wir einen Ort auf, an dem Gottes Liebe erstrahlt, an dem der Glaube stärker wird und an dem die Hoffnung jeden Tag erneuert wird. Ich danke allen, die bereits Teil dieser Familie sind, und allen, die darüber nachdenken, sich uns anzuschließen, von ganzem Herzen. Möge die göttliche Gnade uns weiterhin in unserer Mission, das Wort Gottes zu verbreiten, leiten, stärken und inspirieren. Bis zum nächsten Video. Und denken Sie daran, gemeinsam sind wir stärker im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung.